Hallo und herzlich willkommen hier bei Modbox. Ich bin der gute Pamu und wir schauen uns heute ein platzierbares Objekt an. Dafür gehen wir natürlich in unseren Katalog rein, platzierbare Objekte bei Diverses. Hinten bei den Mods natürlich großes Farmwerkstatt und eine Fahrzeughebebühne. Schauen wir uns heute mal an. Die haben uns einmal hier platziert. Erst schauen wir uns hier uns ja, die Hebebühne erstmal an, ganz klar, ganz klassisch hier unser Werkstatt-Trigger. Und hier können wir natürlich auch, wenn wir eben halt ein RP-Projekt haben, hier eben halt unsere Fahrzeuge auch drauf fahren. Und wir können sie natürlich auch heben. Was natürlich auch schön ist, wir haben hier einen, so wie es ausschaut, einen Lichtschalter und wir können nochmal separat, wenn wir das Fahrzeug von unten begutachten, haben wir natürlich auch noch Licht mit dabei. Und wie man sieht, es funktioniert. Ganz schön. Und upsala. Und wir können natürlich die Hebebühne auch wieder runterfahren. So. Funktionieren tut alles. Wunderbar. Und dann haben wir hier auch noch mal so eine kleine Servicewerkstatt, wo wir natürlich auch reingehen können. Wie man sieht, oh, wir haben es. Upsala. Hier ist einmal das Licht an. Na. So. Bin ein bisschen breiter. Daher geht das nicht so. Wir haben ja auch eine Alarmanlage. Leider ist sie nur Optik und funktioniert leider nicht. Wir können hier auch. Ja. Na, wo ist jetzt hier der Lichtschalter? Irgendwie war doch hier Licht. Da. So, Licht ausgeschaltet. Dann sehen wir natürlich hier auch nichts mehr. Und wir können das Licht wieder anschalten. Und sieht da, wir haben es hell. So, wir haben natürlich auch hier eine kleine Überwachungskamera. Wir haben hier ein paar schöne, ja, sag ich jetzt mal, Bilder von Schleppern. Gehen wir. Na. Da ist die Tür. So, können wir hier reingehen einmal. Na. So. Haben wir hier natürlich dann zwei Arbeitsplätze für Büroangestellte. Wir können über die Kameras auch sehen, unsere Werkstatt und unsere, ja, Räume, Eingänge und so alles. Was natürlich auch schön ist, ist, wir haben hier so einen Jahreskalender. Ja, leider etwas verpixelt, aber es soll ja nur als kleines Gimmick sein. Hier haben wir nochmal ein paar ja, Post-its. Mehr oder weniger, hier haben wir unsere Aktenschränke oder Aktenregal. Sieht so ganz gut aus. Wir haben natürlich auch hier einen Lichtschalter, dass wir auch nicht im Dunkeln arbeiten können. So. Hier können wir natürlich immer dieser Lichtschalter. Der ist natürlich ein bisschen, ja, relativ groß gehalten, sage ich jetzt mal. So, das war jetzt die hintere Tür. Na, wo ist denn jetzt hier der? Die Tür? Ah, da können wir wahrscheinlich nur von innen. So, können wir auch hier hochgehen. Hier können wir auch einmal Licht anschalten. Funktioniert auch. Oh, hier haben wir einmal, ja, die Küche, mehr oder weniger Aufenthaltsraum. Da ist die Tür. So, da ist beziehungsweise der Trigger für die Tür zu öffnen. Und da haben wir natürlich hier so einen kleinen Aufenthaltsraum mit natürlich eine kleinen Küche, wo man sich dann mal schnell was zu essen machen kann, Kaffee oder so. Und hier haben wir natürlich auch einen Lichtschalter. Funktionieren tut es auch. So, dann gehen wir mal hier rüber in ins, na, nicht in den Lichtschalter. Okay, hier ist ein. Ah, da ist der Tür. Man muss ein bisschen näher rangehen, aber ist ja so nicht das Problem. So, da haben wir hier natürlich als kleine Demonstration, ja, einen kleinen 9er Deutz. Auch hier schön gemacht mit dem Werkzeug, leider optisch nur. Wir haben hier eine kleine Werkbank mit dem, ja, Überbrückungsgerät,
Wir haben hier eine technische Zeichnung vom Schlepper. Da unten ist eine Werkbank. Hier können wir jetzt das Fahrzeug auswählen. Haben wir natürlich nichts drin. Wir haben hier jetzt eine Rollbahn bzw. einen Bremsentester. Wie man da auch sieht. Wir haben hier so ein paar Gimmicks, haben wir hier. Wir können auch nochmal auch hier separat Licht anschalten, damit wir nicht im Dunkeln arbeiten müssen. So. Und wir können auch hier, jetzt, ja, hier haben wir auch nochmal ein kleines Regälchen für diverse Kleinzeug, ein paar Öle, ein paar Schläuche. Hier haben wir auch wieder technische Zeichnungen, eine Presse, um jetzt Radlager oder sowas einzupressen, auszupressen. Hier haben wir auch wieder leider nur optisch Werkzeug. Hier haben wir Werkzeug und ja. Und wieder einen Lichtschalter. So, auch hier können wir jetzt die Hebebühne hochheben. So, da haben wir dann hier auch wieder einen Lichtschalter an der Hebebühne dran, dass wir auch Licht haben, wenn wir jetzt so unterm Schlepper stehen und ja, zum Beispiel jetzt einen Getriebeölwechsel machen oder eben halt Hydrauliködelwechsel machen oder diverse Reparaturen eben halt dann. So, können wir das Licht auch wieder ausschalten. Na, ach, Mensch, ich bin einfach zu breit dafür. So, können wir natürlich jetzt auch hier die Hebebühne senken. Und wir können auch hier vorne die Tore aufmachen. Ja, und dann können wir einmal kurz rausfahren, damit man auch sieht, dass eben halt und der Bremsentester eben halt auch so eine kleine, so hat man es gerade gesehen, kann man jetzt hier reinfahren. Zack. Da können wir dann, wie gesagt, für ein RP-Projekt eben halt dann den Bremsentest durchführen. Also ich persönlich finde, es ist schön gelungen. Wir haben auch hier hinten eine Mülltonne, eine Treppe, dass wir aufs Dach können. Ein paar Öltonnen noch. Hier hinten geht es auch auf. Ja. Also es sieht ganz gut gelungen aus. Keine großen Pixelfehler drinne. Und ja. So, die Lok ist auch ja mehr oder weniger fehlerfrei. Keine Warnings, keine Errors. Dabei muss ich aber auch sagen, ich habe es jetzt auf dem Singleplayer getestet. Wie es auf dem DD-Server ausschaut, kann ich zu diesem Zeitpunkt leider nicht sagen. Wenn euch diese kleine Mod-Vorstellung gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, lasst natürlich gerne ein Abo da. Und die Glocke nicht zu vergessen, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Und ja, ich wünsche euch hiermit noch einen schönen Tag und würde mich aufs nächste Mal freuen. Ich sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.